Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück zu Aikuchen. Heute mal wieder von zu Hause, weil es waren ja jetzt die letzten 6 Videos oder so, die habe ich ja vorproduziert, das habe ich ja auch in dem Video gesagt gehabt. Und es haben sich Leute aufgeregt, ob ich im Wald wohne. Ja, weil ich 3 Videos in der Woche da hochlade. Aber egal, heute geht es mal um ein Thema, was ja als YouTuber doch relativ oft hochkommt und wo ich jetzt einfach mal so dachte, dass ich euch so, ja, meine Meinung dazu einfach mal sagen möchte. Und zwar gibt es halt ziemlich viele Leute, die so, ja, so auf Zwang versuchen, quasi so eine Freundschaft aufzubauen. Und das geht von Leuten, die dir halt einfach wirklich hinterherlaufen, also zum Beispiel bei YouTube-Events oder so, wo man merkt, okay, eigentlich ist so dieses YouTuber-Zuschauer-Ding ist eigentlich durch, du kannst jetzt gehen, so, ne, aber ich bin halt, also in Real Life bin ich einfach so übelst der nette und zurückhaltende Typ, so, ich würde jetzt keinem sagen, verpiss dich oder so. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Leute, die, ja, so sag ich mal, versuchen, so Treffen mit mir hinzubekommen, so, ne, dass die einen so zulabern oder generell auch fragen, jo, kann man nicht mal treffen oder so. Und dazu möchte ich einfach generell ein bisschen was sagen, so. Das Ding ist, so, also für mich ist zum Beispiel generell am wichtigsten, dass ich halt so als Mensch wahrgenommen werde. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit mir befreundet ist, dann möchte ich halt nicht solche Freunde haben, die, keine Ahnung, einfach nur sagen, ja, wir mögen, also nicht, dass wir sagen, wir mögen dich nur wegen YouTube, sondern ja, quasi mich so behandeln, als wenn ich halt so ein YouTuber wäre oder, keine Ahnung, die ganze Zeit irgendwelche Zitate aus meinen Videos sagen oder mir dauernd auch sagen, wie toll Video XY ist. Klar, ich freue mich auch, wenn irgendwelche Freunde mal kommen und sagen, jo, das Video hat mir richtig gut gefallen, so, dann weiß ich selber so, okay, ist anscheinend gut geworden, so. Das ist natürlich nice, aber wenn sowas dann wirklich Überhand nimmt oder man zum Beispiel sich auch nur über YouTube-Themen oder sowas unterhält und man merkt quasi, okay, der sieht mich halt einfach als YouTuber, nicht als Mensch, so, dann habe ich auf solche Leute ehrlich gesagt nicht wirklich Bock, muss ich zugeben, so, ne? Weil sowas möchtest du natürlich unter deinen Freunden jetzt nicht unbedingt haben, so. Bei mir ist es im Endeffekt doch einfach so, also ich sage mal, man kann im Endeffekt, also viele Leute fragen mich immer so, kann man mit dir eine Freundschaft aufbauen oder sowas? An sich muss ich natürlich sagen, man kann es nie zu 100% verneinen, so, weil das Ding ist, nur weil ich jetzt zum Beispiel YouTuber bin, heißt es ja nicht, dass ich jetzt nicht gerne mehr Freunde hätte oder so. Also ich bin momentan zufrieden mit meinem Freundeskreis, so, ne, da, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, also ich habe auch, denke ich mal, genug so, aber an sich, wenn man jetzt einen Menschen trifft, wo man halt gleiche Hobbys hat, wo man generell gleich denkt, mit dem man Späße machen kann und so weiter, dann kann sich da immer eine Freundschaft entwickeln, so, dann heißt es ja nicht, ja, sorry, Digga, ich bin YouTuber, so, ich kann jetzt nicht mit dir rumhängen, sondern dann passt es im Endeffekt einfach. Das Ding ist, dass man bei vielen Leuten, die halt im Internet vielleicht sich selber auch so sehen und sich denken, jo Digga, mit dem bin ich wahrscheinlich gut befreundet, das kann ja auch sein, dass man sich gut verstehen würde, so, kommt das meistens immer so gezwungenermaßen rüber. Und das ist halt so ein bisschen, ja, unangenehm, sage ich jetzt einfach mal so, beziehungsweise habe ich dann schon gar keinen Bock mehr, mich weiter auf diese Person einzulassen. Das geht zum Beispiel dann so, dass mich Leute 4 oder 5 oder 6 Mal fragen, ob ich mit denen sonst wohin gehen möchte, so. Ich habe mit der Person noch nie geschrieben. Wir schreiben halt auch nicht viel miteinander und da fragt ihr einfach, jo, kommst du damit, kommst du damit, kommst du damit, als ob ich so Best Friend wäre, so. Man kann mich vielleicht auch mal fragen, klar, wenn ich jetzt echt überhaupt nichts zu tun habe, gedenke ich mir vielleicht so, okay, vielleicht komme ich ja tatsächlich mal rum oder so. Ist bisher noch nie passiert, nur um das mal so direkt euch, um euch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber an sich kann das natürlich immer mal passieren. Aber wenn man halt immer so vollgequatscht wird oder man halt auch an sich einfach merkt, okay, das ist jetzt eine einseitige Konversation, in der man die ganze Zeit angeschrieben wird mit, jo, wie geht's, was machst du, bla bla bla, so Smalltalk, wenn man versucht, irgendwie so ein Thema zu finden, worüber man reden kann, so. So dieses Erzwungene einfach ist so richtig anstrengend halt auch, weil erstmal habe ich darauf dann keinen Bock, so, ja, also wenn man mich schon so anschreibt, dann habe ich einfach schon so das Gefühl, okay, der will jetzt zwanghaft mit einem YouTuber Kontakt haben, so, weil wenn ich quasi als Privatperson gemocht werde und er würde sehen, okay, naja, ist halt jetzt so eine einseitige Konversation, dann lässt man es vielleicht erstmal ruhen, versucht vielleicht in ein paar Wochen nochmal oder so, guckt, ob ich da vielleicht besser drauf bin oder so, aber versucht halt nicht zwanghaft irgendwie den Kontakt zu halten, so, weil so ein wichtiger Typ bin ich jetzt im Endeffekt auch nicht, habe ich aber alles tatsächlich schon erlebt, so. Ja, im Grunde muss ich halt aber auch zum Beispiel sagen, was so positive Beispiele zum Beispiel sind, ist zum Beispiel auch Timothy. So, ne, mit Timothy bin ich jetzt ja, würde ich mal sagen, richtig gut befreundet, so, ne, wir hängen eigentlich jeden Tag irgendwie rum, mehr oder weniger, wir trainieren ja auch, chillen so auch ziemlich viel, unternehmen auch was. Und das Ganze hat sich halt auch komplett random so aufgebaut. Also er hat mich immer mal irgendwie vor 3 Jahren oder so angeschrieben, hat gefragt, ob wir ein League of Legends Format zusammen machen wollen, wo ich meinte, nein, so, weil auch wieder komplett random aus dem Nichts, lass mal ein Format machen. Wenn er ein paar Abonnenten gehabt hätte, hätte ich es mir vielleicht überlegt. Und auf der, also danach halt haben wir, hat er mich ja nochmal gefragt, ob ich in seiner VBT-Runde einen Hook machen kann, weil er genau den Gegner bekommen hatte, gegen den ich vorher geflogen bin. So, ich habe erst Nein geschrieben, dachte dann aber so, ja, ist eigentlich ganz cool, wenn du so 1, 2 VBT-Hooks nochmal machst, das ist ja auch das letzte VBT, dann kannst du sagen, Digga, Vorrunde 3 und eine Hook, geil, Mann, perfekt.
Und ja, dann ganz, das Ganze lief dann so, wir haben halt gedreht so und ich glaube auch, wir haben uns so an sich auch gemocht. Also wir haben auch da ganz normal miteinander geredet so. Aber es war dann halt nicht so, dass der eine irgendwie versucht hat, den anderen jetzt so zwanghaft irgendwie anzuschreiben oder so ein Gespräch aufrechtzuerhalten so. Das war bei uns halt auch richtig komisch, weil wir haben halt diese VBT-Runde abgedreht, hatten dann erstmal 2 Wochen nichts zu tun oder eine Woche oder so. Dann hat man mal wieder kurz geschrieben, so 4, 5 Nachrichten. Dann hat man halt wieder 3 Monate nichts zu tun gehabt. Dann hat man wieder kurz geschrieben. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass es halt dann so random irgendwie mehr geworden ist. Ja, aber das Gute war zum Beispiel auch, mal habe ich als letztes nicht geantwortet und mal er. Also da konnte man jetzt nicht sagen, okay, das ging jetzt zum Beispiel immer von ihm aus oder immer von mir so. Und wenn sich das halt so, sage ich mal, also wenn sich so halt eine Freundschaft entwickelt, finde ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, sieht man eigentlich schon, dass es halt nicht wirklich um Fame geht so. Weil sonst hätte man, glaube ich, mehr versucht, auch den Kontakt zum Beispiel zu halten. Also zumindest von seiner Seite aus so. Und das hat sich dann random dann quasi so entwickelt, dass man halt richtig gut dann auch befreundet ist. Und das ist halt das, was ich dann halt besser finde, als wenn irgendwelche Leute wirklich so zwanghaft versuchen, mit mir jetzt irgendwie den Kontakt zu halten, mich dauernd anschreiben, mich dauernd irgendwo einladen wollen oder dauernd zocken wollen oder so. Ne? Das sind halt Sachen, die natürlich extrem nervig sind, sage ich mal. Ne? Klar, also, weiß ich nicht, wenn ihr zum Beispiel befreundet sein wollt oder so, man sieht sich zufällig irgendwie im Club und labert eine Stunde oder zwei, natürlich, es kann sich immer eine Freundschaft daraus entwickeln. So. Aber im Grunde muss man natürlich sagen, dass die Chance dennoch sehr gering ist, so, gar keine Frage. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, jo, ich weiß, Kuchen ist heute im Club, ich gehe da auch hin und dann sind wir Best Friends oder so. Man kann es halt im Endeffekt einfach nicht erzwingen, so, es muss halt einfach irgendwo von beiden Seiten kommen, ne? Und wenn man mich halt irgendwie zuspammt oder stalkt oder sonst irgendwas, dann habe ich natürlich relativ wenig Bock, mit euch eine Freundschaft aufzubauen. Ich denke, das ist auch irgendwo verständlich. Ein anderes gutes Beispiel war zum Beispiel mal, ich glaube, damals hatte ich noch Teamspeak so. Und ich habe so Kontakt mit einem bekommen, mit dem haben so ein paar andere Leute aus meinem Freundeskreis halt auch irgendwie immer mal wieder miteinander geredet und ich war da halt richtig oft im Teamspeak und so. Und dann hat man auch angefangen, immer mehr und mehr so miteinander zu reden, den ganzen Tag zu zocken, blablabla, das war alles ziemlich cool. Und das ist heute auch ein richtig guter Kumpel von mir geworden so, ne? Aber der hat es auch nicht wirklich erzwungen so, sondern es hat sich im Endeffekt halt einfach so ergeben, dass man halt gut befreundet ist. Und sowas finde ich halt wichtig, finde ich einfach, dass man halt, ja, dass man halt einfach nicht so quasi das Ganze erzwingen möchte. So, ne? Also ich habe jetzt auch so 1, 2 Freunde, wo ich so, ja, wo man so merkt, wenn die mich so anschreiben, das ist so gezwungen, so komm, wir müssen jetzt unbedingt was unternehmen oder so. Und sowas ist halt einfach nervig und ich sag mal auch mehr abschreckend, als dass man da halt Bock drauf hat. Ne? Und ja, deswegen, man kann theoretisch mit mir natürlich befreundet sein. Wie gesagt, ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber man muss halt auch sagen, man kann es halt einfach nicht erzwingen so. Ne? Also jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie vor eurem Computer sitzt und euch denkt, geil, Alter, ich denke genauso wie er, das wird was oder so, dann wird es meistens halt nichts, wie gesagt. Also klar, im Endeffekt, ich schreibe ja auch so relativ viel mit Zuschauern, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich drauf bin und was die Zuschauer schreiben, weil ganz ehrlich, so auf Realtalk-Kacke oder so dieses Gezwungene, was hältst du von YouTuber XY und so, darauf antworte ich einfach nicht so. Ja, also ich finde, bei sowas merkt man einfach, jo, der Typ, will halt einfach nur irgendwie ein Gespräch mit dir aufbauen und das ist einfach richtig nervig so. Aber trotzdem antworte ich halt auch relativ vielen, dennoch so ein bisschen zumindest. Ne? Also wie gesagt, kommt immer drauf an, was ihr schreibt so. Aber ja, man kann es wie gesagt dann einfach nicht erzwingen. Das wollte ich euch auf jeden Fall sagen, weil es gibt halt doch einige Leute, ja, die glaube ich einfach in der Hoffnung einen anschreiben und quasi immer wieder anschreiben und irgendwie das Smalltalk und so weiter betreiben, in der Hoffnung, dass man irgendwann dann sagt, jo, lass mal treffen oder so. Und so läuft das nicht. Und auch mal ganz ehrlich, selbst wenn wir befreundet sind so, also ja, von meinem Fame profitiert ihr sowieso nicht, das sieht man an Timothy, trotzdem nur 10 Abonnenten beispielsweise. Ja, von daher macht euch auch da nicht so viele Hoffnung. Ja, das ist auf jeden Fall so das Video. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Freunde. Bis dahin, okay, thanks, bye. Yeah.